Der Hell hier. NMA zocken? Was ist ein NMA? Okay, jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? Wow. Na gut, da komme ich nur von der Seite hin. Komme ich da hoch? Jawohl. Echt jetzt? Warnung! Systemkerneingriff! Den Gaia kennen. Ist das so eine gute Idee? Naja. Wir probieren's. Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dann? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend. Und denn dann? Ja. Danke. Danke, Minerva. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Eurystische Matrix initiieren. Okay. Hallo, Dr. Sobeck. Scanne Daten. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie, nun ja, dir.
Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Wir reden erstmal mit Gaia. Ich schlage vor, du erkundest die Anlage, Aloy, bis meine Initialisierung abgeschlossen ist. Hey, wir reden später mit Gaia. Mittlerweile übrigens bei 7 Stunden und noch keine Frame-Drops und so. Wird der Kern geklaut? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Ich will mich ein bisschen umsehen. Mal denn da hinten unten irgendwas. Geh jetzt erstmal dahin, wo sie sagt. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Suche das Fabrikationsterminal. Na dann lass mal gucken. Flukon-Überbrückung. Überbrückung verfügbar. Entdecke Brutstätten und stelle sie fertig, um diese Maschine zu enthüllen und ihre Überbrückung herzustellen. Da brauche ich 2-3 Pflugkorn-Korn und einen Pflugkorn-Primärnerv. Okay. Ich brauche für die Überbrückung wohl noch Daten von Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Sieht wie ein Büro aus. Richtig. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese Module gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Echt schade. Dieser Ort war also die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Warum denn nicht? Weißt du noch, der Typ, von dem ich erzählt habe? Ted Farrow? Er hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Ungefähr. Ist jetzt hauptstorymäßig da, wo ich bin. Seit 10 Stunden oder so mach die ganze Zeit Nebenquest. Gaia? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur, die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Och.
Scheint noch ein Büro zu sein. Wenn nie jemand hier war, wer hat das alles gebaut? Gaia. Mit der Hilfe von Maschinen. Auch noch nicht rein. Waren wir da schon? Da geht's runter, ne? Die Tür geht nicht auf. Gaia konnte den Zugang wohl noch nicht wiederherstellen. Hör auf. Wir müssen rausgehen, oder? Ich bin neugierig, jetzt gehen wir erstmal hoch. Auch wenn sie mir nur wieder einen Bruchteil... Vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Meine Fragen wahrscheinlich beantworten wird. Wenn überhaupt. Und die Basis optional habe ich doch. Das da. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich zwei große. Unterfunktion. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Aether, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Masterüberbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Fremden. Da bin ich immer gespannt. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten.
Sie hatten Servitoren und einen... ein Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also... Was ist so weit weg und... Warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Fazineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Fazineth? Ja, davon gehe ich aus. Okay. Wir fangen über die Zenis an. Der Plan der Fahrt Zenis nachkommen. Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Fazineth das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten, wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen. Und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen. Nach ihren Vorgaben. Dann versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir. Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen. Nicht retten. Nicht gut. Der Klon. Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon. Von Elisabeth Sobeck. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elisabeth Sobeck wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elisabeth Sobecks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine, dieser Klon, wie konnte sie dabei mitmachen? Elisabeths Traum zerstören? Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Elisabeth Sobeck als Untertanin? Ich glaube nicht.
Aber wissen tun wir es nicht, Aloy. Das Signal und weitere Unterfunktion. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel. Und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Also konnte das Signal nur von jemandem stammen, der das System in- und auswendig kennt, richtig? Ja. Das Signal war außergewöhnlich präzise und höchst fortschrittlich. Wären seine Absichten nicht so böse, würde ich den Kopf oder die Köpfe dahinter bewundern. Was ich mich ja tatsächlich frage ist, wir haben sie gerade erst wieder, wenn man so will, erweckt. Wo nimmt sie die ganzen Daten her? Wir haben sie ja quasi frisch rebootet. Das ist tatsächlich gerade das, wo ich so am meisten grübel. Ich bin übrigens in der No-Alert-Szene, damit die Gespräche nicht unterbrochen werden durch irgendwas eventuell. Also nicht wundern. Da grübelst du? Natürlich. Ja klar sind die vernetzt, aber können doch nicht komplett alles wissen. Klar, sie hat ja jetzt auch einen Fokus ausgelesen, ja, aber... Einfach ihr Internet abfragen, meinst du, Starbuck? Na gut, wir schauen mal weiter. Basinis-Technologie. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Vielleicht kann man ihre Schilde irgendwie bezwingen. Ja, das hoffe ich. Sonst werde ich so schnell keine Gefechte gegen sie gewinnen. Beim Namen hatten die nicht einfach nur Klon gesagt? Meine, das war doch nur, wir wurden doch nur Klon genannt, oder? Wie hast du das Signal aufgespürt? Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus, von Silence Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst, 17,22 Jahre. Das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten, 8,6 Lichtjahre entfernt. Da Far Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Wie sind die Nachkommen hergekommen? Du meintest, Sirius ist weit weg von der Erde. 81 Billionen Kilometer. Oder 8,611 Lichtjahre. Genau. Und wie wären die Nachkommen hierher gekommen? Auf einem Raumschiff wie der Odyssee, nur eben weitaus moderner. Die Odyssee hätte von der Erde bis zu Sirius fast 300 Jahre gebraucht. Das hier war wohl deutlich schneller. Wenn ihr Schiff Sirius zeitgleich mit der Übertragung des Ausrottungssignals verließ, dauerte es nur 29 Jahre bei 0,297-facher Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie aber erst aufbrachen, nachdem sie vom Scheitern des Signals erfuhren,
Dann war die Reise noch schneller. Mit nur 13 Jahren 0,662-fache Lichtgeschwindigkeit. Gut, das reicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Okay, zurück. Fragen über die Unterfunktion. Die Unterfunktion, die du entdeckt hast. Die drei Unterfunktionen, die du gefunden hast. Was wissen wir über sie? Alle drei sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle drei wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren atypisch. Menschlich gesagt sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Die fehlenden Unterfunktionen? Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgendwie möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, sie zu finden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Ist das bereits ein Teaser auf Teil 3? Über Hephaestus? Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert, aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten. Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren. Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren. Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Warum warten, um Hephaestus zu bezwingen? Wenn Hephaestus wirklich so wichtig ist, gibt es dann keinen Weg, ihn zuerst zu holen? Das ist leider völlig unmöglich. In meinem aktuellen Status, verschmolzen mit Minerva, habe ich weniger als ein Fünftel, 18,8% meiner Regelprozessorkapazität. Hephaestus bietet weit mehr. Würden wir unter diesen Umständen eine Verschmelzung versuchen, würde Hephaestus eher mich absorbieren und nicht umgekehrt. Eine Verschmelzung ist erst möglich, wenn meine Prozessordichte seine eigene übersteigt. Und wie viele Unterfunktionen werden wir dafür brauchen? Drei. Wenn ich Äther, Demeter und Poseidon habe, steigt meine Netzwerkkapazität auf 41,6%. Das ist mehr, als Hephaestus hat. Wie stellen wir Hephaestus eine Falle? Du meintest, Hephaestus ist nicht nur an einem Ort. Korrekt. Anders als die anderen Unterfunktionen, die an physische Prozessoren gebunden sind, ist Hephaestus im gesamten weltweiten Netzwerk verteilt, das die Brutstätten verbindet. Wenn die Zeit dann also gekommen ist, ihn zu holen, wie stellen wir es an? Ich weiß es nicht. Während du die letzten Unterfunktionen beschaffst, werde ich,
versuchen, eine Lösung zu finden. Könnte Hephaestus dabei helfen, die Zinnis zu besiegen? Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja, und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen? Die Nachfahren von Farsinet eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Farsinath könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau.